Ein Betrieb, der nachhaltig wirtschaftet, nur auf frische Produkte setzt und zu allem anderen noch sorgfältig mit den Lebensmittelabfällen umgeht, ja, ein wahrer Vorzeigebetrieb. Das beweist der Sieger vom Best of Swiss Gastro Award On the Move. Frisch, frische Gärtnerei. Das Gastrokonzept des Restaurants Gärtnerei in Zürich hat Kunden im Visier, die auf Gesundes und Knackiges stehen. Alle Zutaten werden tagesfrisch zubereitet von Mitarbeitern, die Enjoy Your Meal ehrlich meinen. Genauso ehrlich wie der Umgang mit dem Credo der Nachhaltigkeit. Ich denke, dadurch, dass es alles frische Zutaten sind, mehr oder weniger quasi direkt vom Feld ins Gärtnerei, das ist für mich schon sehr ein grosser nachhaltiger Punkt. Viel, quasi überall, wo es möglich ist, nehmen wir Zutaten von der Schweiz und achten da auch auf Saisonalität, gerade mit unserem Monatssalat zum Beispiel oder natürlich mit den Tagessuppen. Die Nachhaltigkeit geht weiter, im so wenig Wegwurf wie möglich zu generieren. Also wenn zum Beispiel Zutaten von der Salattheke abend vorig bleiben, kommen die am nächsten Tag ins Tagessuppe. Falls wir Sandwich nicht verkaufen, kommt bei uns Essbar vorbei und holt die ab, um sie am nächsten Tag in ihren Lokalitäten wieder weiter zu verkaufen. Unsere Takeaway-Verpackungen sind 100% biologisch abbaubar. Also, wir versuchen auf allen Ebenen einfach ein bisschen Nachhaltigkeit reinzubringen, auf jeden Fall. Die Gärtnerei ist ein junges Restaurant. Seit 2013 bereichert das Lokal das Gastroangebot in der Limmatstadt. Das frische Angebot kommt nicht nur bei der zahlungskräftigen Zürcher Kundschaft gut an. Die Gärtnerei ist auf Expansionskurs. Jede neue Location gibt uns auch wieder neue Insights über halt die Leute, wer hat eine höhere Zahlungsbereitschaft, wer eher eine tiefere. Gerade in Zürich befinden wir uns hauptsächlich wirklich in so Büroquartieren. Wir haben, wenn man auch umschaut, das hat hauptsächlich Businessleute, die am Mittag gerne ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für einen schneller, aber eben doch gesunden und frischen Mittag. Vergebens fahndet man hier nach chemischen Zusatzstoffen wie Haltbarkeitsmachern oder Geschmacksverstärkern. Ausschließlich Tagesfrisches von Mutter Natur wird hier verarbeitet und angeboten. Betriebswirtschaftlich gesehen ein zusätzliches Risiko. Sind nicht alle Kunden bereit für frische und gute Qualität, vielleicht einen kleinen Aufpreis zu zahlen. All unsere Lieferanten, ob es jetzt der Bäcker ist oder der Eierlieferant oder das ganze Gemüselieferungen, kommen täglich bei uns vorbei, bringen uns täglich die frischen Produkte. Und auch das hat natürlich, die ganzen Lieferkosten kann man natürlich auch nicht vernachlässigen. Aber nicht nur auf die Weiterverarbeitung der eingehenden Lebensmittel wird großen Wert gelegt. Verantwortungsvoll ist auch der Umgang mit Zutaten und Produkten, die es bis zum Feierabend nicht über den Ladentisch geschafft haben. Einen Kübel für die glücklichen Schweine ist in dieser Küche fehl am Platz. Wir müssen natürlich unterscheiden zwischen Rüstabfall und was am Abend in der Salattheke vorig bleibt. Rüstabfall geht natürlich einfach in den Kompost. Und was am Abend vorig bleibt, kommt darauf an. Gerade Avocado wird halt am nächsten Tag in unsere Avocado-Mousse weiterverarbeitet für den Hummusburger. Tomaten, Mango, alles mögliche Gemüse kommt halt einfach in die Tagessuppe. Wie gesagt, die sind täglich frisch, werden jeden Morgen hier in der Küche zubereitet. Entsprechend ist der Koch sehr flexibel, was er jetzt hier heute für eine Suppe will zaubern. Es mag an dieser Stelle nur wenig überraschen, dass dieser Betrieb als Best of Swiss Gastro Award Sieger in der Kategorie One the Move hervorgegangen ist. Und das, nachdem das Gärtnereiteam nicht einmal ernsthaft an eine Nominierung geglaubt hatte. Es war für uns das erste Mal, dass wir an so einer Awardshow überhaupt dabei waren. Und dann fängt plötzlich die Lobesrede in der Kategorie On the Move an. Und sie redet von der Suppe kochen, Salatsauce mischen, von der netten Bedienung auf Augenhöhe. Und wir haben uns nur noch angeschaut und gedacht, oh mein Gott, das ist die Gärtnerei. Es ist einfach eine genaue Beschreibung von der Gärtnerei. Und so war es dann auch. Und entsprechend war die Freude einfach riesig gewesen, wirklich. Ziemlich unerwartet. Und also ich würde den Moment nie vergessen, wo wir den Award entgegennehmen konnten.